بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين من الله سيس على بامسس من هاتسجن الله زيجن هاي من هاتسش كاد من قفيد محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute machen wir inshallah ta'ala weiter mit einem neuen Kapitel. Es lautet die religiösen Quellen. Und die Frage lautet, was halten Sie von der Ansicht, dass Ahad Hadithe nicht ausreichen, um Glaubensinhalte zu bestätigen, weil Ahad Hadithe nicht für Gewissheit sorgen und Aqida immer nur auf Gewissheit aufgebaut werden darf? Dieses Thema, wie auch die Angelegenheit mit den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, ist an sich ein Thema, das sehr einfach für einen Muslim zu handhaben ist. Denn die Zusammenfassung dieses Themas lautet, wenn etwas auf authentischem Weg über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, dann hat ein Muslim diese Sache zu akzeptieren, egal worum es in dieser Überlieferung geht. Egal was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir zu sagen hat, oder dir durch diese Überlieferung sagt, du musst das akzeptieren, egal ob es hier um eine historische Angelegenheit geht, oder ob es um eine Regel geht, oder ob es, als heißt ein Hukum, ein Urteil, oder ob es um einen Glaubensaspekt geht, irgendwas in Bezug auf die Aqida. Das ist auch der Normalfall, denn logisch gesehen, wenn du etwas überlieferst über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt überliefert bekommst, dann ist ja für dich nur wichtig, hat er es so gesagt oder hat er es nicht so gesagt. Und was auch immer er gesagt hat, musst du akzeptieren. Aber wie auch immer gab es in der Geschichte des Islams Menschen, die gesagt haben, wenn etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, mache ich einen Unterschied und schaue, worum geht es in diesem Hadith. Wenn es um Aqida-Angelegenheiten geht, dann akzeptiere ich nicht jede Form der Überlieferung, auch wenn sie authentisch ist. Und wenn es um andere Dinge geht, wie zum Beispiel um Gottesdienste, dann akzeptiere ich jede Art der Überlieferung, sofern sie authentisch ist. Und diese Unterscheidung ist natürlich auch eine Neuerung in unserer Religion, wir wollen uns davor bewahren, denn wenn etwas über den Propheten überliefert worden ist, ist unsere Aufgabe als Muslime, die Aya im Koran umzusetzen, wo Allah sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, Allah ordnet uns an, أَهْلُ الذِّكْرِ zu fragen. أَهْلُ الذِّكْرِ, الذِّكْرِ ist die Ermahnung oder die Erinnerung und das ist ein Beiname des Koran al-Karim. Das heißt, die Leute des Koran. Wer sind die Leute des Koran? Das sind diejenigen, die sich mit dem Koran auskennen. Wenn jemand sich mit dem Koran auskennt, dann ist er ein Gelehrter. Also ordnet uns Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah an, dass wir uns an die Gelehrten wenden sollen und natürlich in jeder Disziplin an die entsprechenden Experten. Man fragt in der Hadithwissenschaft nicht den Faqih, man fragt im Tafsir nicht den Aqidah-Experten und so weiter und so fort. Das heißt, man fragt in jeder Wissenschaft denjenigen Experten, der da in dieser Wissenschaft bewandert ist. Und wenn wir also eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, dann müssen wir uns erst einmal fragen, was sagen die Gelehrten der Hadith-Wissenschaft über diese Überlieferung? Sagen sie, sie ist authentisch, dann bist du verpflichtet als Muslim, wenn du an Allah den jüngsten Tag glaubst, diese Überlieferung zu akzeptieren. Wenn sie sagen, diese Überlieferung ist nicht authentisch, dann bist du auch verpflichtet als Muslim, diese Überlieferung zu verwerfen und nicht als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bezeichnen. Und hier ein kleiner Hinweis, nicht jede Überlieferung, die irgendeinem Buch steht, auch wenn es ein islamisches Buch ist, und schon gar nicht jede Überlieferung, die zum Beispiel im Internet durch E-Mails weitergeleitet wird, ist unbedingt eine authentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen gilt, entweder du kennst dich aus oder du kennst dich nicht aus. Und wenn du dich nicht auskennst, dann musst du nachfragen.
Um dieses Thema zu verstehen, müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen haben über eine einfache Angelegenheit, was die Wissenschaft der Überlieferung angeht, also das Ilm al-Hadith. Und zwar kommen in dieser Frage kommen ein paar Begriffe vor, unter anderem der Begriff Ahad. Der Begriff Ahad. Der Begriff Ahad kommt vom Wort Ahad und bedeutet einzeln bzw. Einzelne. Damit sind aber nicht einzelne Überlieferungen sprachlich unbedingt gemeint. Religiös gesehen oder per Definition gesehen, die Gelehrten der Hadithwissenschaft teilen alle Überlieferungen, die es gibt, grob erstmal in zwei Teile ein. Sie nennen die einen Mutawatir und die anderen Ahad. Und das ist der Begriff, von dem wir gerade geredet haben. Die Mutawatir-Überlieferungen sind Überlieferungen, die hundertprozentiges Wissen beinhalten. Das bedeutet konkret, diese Überlieferung, wenn sie Mutawatir ist, wurde von so zahlreichen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und auch danach von so vielen Tabi'un und danach von so vielen Atba' al-Tabi'in und so weiter und so fort bis zu der Person, die so etwas überliefert bekommt. So viele Menschen haben jeder Generation diese Information oder diesen Hadith oder dieses Ereignis überliefert und erzählt, dass der Verstand es ausschließt, dass sich es hierbei um einen Fehler handeln kann. Kann nicht sein, dass so viele Menschen das überliefern und alle irren sich oder alle haben dich angelogen. Wenn der Verstand das ausschließt, dann nennt man diese Überlieferung Mutawatir. Und das ist hundertprozentiges Wissen. Das heißt also hier, gibt es keinen Zweifel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und Alhamdulillah ist der gesamte Koran von Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas in 10 verschiedenen Lesarten ist er in Mutawatir-Form uns überliefert worden, sodass wir hundertprozentig wissen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam so gelesen hat, für die sich auskennen, wie die Lesarten Hafs, Warsh, Qalun und so weiter und so fort. All diese Sachen sind uns in Mutawatir-Form überliefert worden. Das gleiche, liebe Geschwister, gibt es auch in Bezug auf Hadithe. Nicht sehr häufig, aber gibt es auch in Bezug auf Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Kategorie, das die erste war, Mutawatir-Überlieferung. Die zweite Kategorie von Überlieferung, liebe Geschwister, das sind die eigentlich interessanten Hadithe, weil da hier kommt die Aufgabe des Hadith-Gelehrten. Denn bei Mutawatir-Überlieferung brauchst du nichts untersuchen. Bei Mutawatir-Überlieferung, da brauchst du nichts untersuchen. Da ist der Sanad, die Überlieferungskette nicht mehr interessant. Aber bei Ahad-Überlieferung, da ist es sehr wohl relevant. Was heißt Ahad? Ahad ist praktisch das Gegenstück zu dem, was wir ihr gerade eben gesagt haben. Es sind eben nicht so viele Überlieferer, dass wir gar nicht mehr uns um die Überlieferungsketten kümmern müssen. Sondern umgekehrt, es sind viel weniger, sodass wir uns darum kümmern müssen. Das ist eine grobe Einteilung, einfach nur, als würde der Hadith-Gelehrte zu seinen Schülern sagen, hör mal zu, Hadithe, die Mutawatir sind, die brauchst du nicht untersuchen, du verschwendest deine Zeit. Aber Hadithe, wie Ahad sind, sie sind es wert, untersucht zu werden, so grob. Und jetzt, im Nachhinein, gab es eine Gemeinschaft unter den Muslimen, die bis heute auch noch natürlich verstreut irgendwo gibt. Sie denken, dass wenn es um Aqidah geht, sie denken, dass wenn es um Angelegenheiten geht, an die man zu glauben hat als Muslim, dass man nur von der ersten Kategorie Hadithe akzeptieren und annehmen darf. Das heißt, wenn sie Mutawatir sind. Und das ist eine Bid'ah in unserer Religion, die es, am Anfang so nicht gegeben hat. Und das ist, worauf der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, jetzt eingehen wird. Jetzt lesen wir die Frage noch einmal. Er sagte, was halten Sie von der Ansicht, dass Ahad-Hadithe nicht ausreichen, um Glaubensinhalte zu bestätigen? Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, musst du dir vorstellen, damit du auch die
Gefährlichkeit, die Gefährlichkeit oder die Gefahr, die in dieser Aussage drin steckt, verstehst. Jemand, der so etwas sagt, er will dir sagen, wenn du zu ihm kommst mit einem Hadith aus Sahih al-Bukhari oder aus Sahih Muslim, und dieser Hadith ist nicht Mutawatir, aber er ist Sahih, und du argumentierst damit in einer Angelegenheit, die was mit Aqidah zu tun hat, Iman, Kufr, irgendwas, Schirk, er sagt dir, diese Überlieferung interessiert mich nicht, ich halte mich nicht an sie. Warum? Warum? Weil sie nicht Mutawatir ist. Das heißt, er verwirft hier einen authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur wegen dieser Einteilung Mutawatir und nicht Mutawatir. Die Antwort des Gelehrten lautet, diese Ansicht ist nicht richtig, da die Basis dieser Aussage in vielen Aspekten falsch ist. Erstens, die Aussage, dass die Ahad-Hadithe nicht Gewissheit beinhalten, ist nicht immer richtig. Wenn es Belege gibt, die auf die Richtigkeit solcher Hadithe hinweisen, so beinhalten sie Gewissheit. Also noch einmal, wir haben Ahad-Überlieferungen und der Gelehrte sagt, es stimmt nicht, dass solche Ahad-Überlieferungen nicht immer Gewissheit beinhalten. Um das ein bisschen auch zu verstehen, ein kleiner Ausschnitt aus der Hadith-Wissenschaft. Die Ahad-Hadithe, das heißt diejenigen, die nicht Mutawatir sind, da gibt es verschiedene Arten davon. Manche Gelehrte haben folgende Reihenfolge erwähnt. Einmal Gharib, dann Aziz, dann Mashur und Mustafid. Ich sage das und wir versuchen das auch zu verstehen. Was ist ein Gharib-Hadith? Gharib, sprachlich gesehen, bedeutet seltsam. Aber das ist nicht das, was gemeint ist unter den Hadith-Gelehrten. Natürlich ist eine Art Seltsamkeit irgendwie dabei, Seltsamheit, aber das ist nicht damit gemeint. Sondern Gharib, damit ist gemeint, dass, wenn wir uns eine Überlieferung betrachten, stellt euch vor, ein Sahabi, radiallahu anhu, berichtet etwas über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die Person danach ist in der Regel ein Tabi'i und die Person danach ist in der Regel eine aus der nächsten Generation und so weiter und so fort. Wenn in einer dieser Generationen nur eine Person diesen Hadith überliefert, nennen wir ihn Gharib. Beispiel, es kann sein, dass mehrere Sahaba diesen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern. Aber diejenigen, die über diese Sahaba diesen Hadith überliefern, sind nur eine einzige Person oder ist nur eine einzige Person. Nach dieser einen Person sind es wieder sehr viele Leute, sehr viele Schüler, die von ihm diesen Hadith überliefern. Dieser Hadith gilt in der Islamwissenschaft, oder besser gesagt in der Hadithwissenschaft, als ein Gharib-Hadith. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Was sagt das über die Authentizität aus? Das ist ja, was uns wirklich interessiert. Wir wollen ja wissen, ist der Hadith authentisch oder nicht. Wir sagen, das sagt nicht viel aus. Das sagt nicht viel aus. Weil es kommt darauf an, die Leute, die es überliefert haben, ob sie vertrauenswürdig sind in erster Linie oder nicht. Und das kommt, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du jetzt den Konflikt von diesen Leuten, die behauptet haben, dass man keine Mutawatir-Hadithe als Argumente verwenden darf. Weil sie sagen, diese eine Person, wie sollen wir hundertprozentig sicher sein, dass er keinen Fehler gemacht hat in der Überlieferung? Das ist ihr Problem. Und der Gelehrte sagt, noch einmal, um die Aussage zu verstehen, die Aussage, dass Ahad-Hadithe nicht Gewissheit beinhalten, ist nicht immer richtig. Denn, stellt euch vor, Gewissheit, was ist Gewissheit? Gewissheit ist letztendlich etwas, eine Art Gefühl in dir drin. Wenn du von einer Sache überzeugt bist, da kann es sein, du sagst, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das so und so der Fall ist. Und wenn alle Gelehrten dieser Wissenschaft der gleichen Meinung sind, dann ist es sogar eine Übereinkunft der Gelehrten dieser Wissenschaft. Ahad-Hadithe sind aber nicht nur
Hadithe, die ich gerade erwähnt habe, Gharib, sondern Ahad Hadithe sind auch zum Beispiel Aziz. Aziz würde bedeuten, wenn wir zwei Personen haben in einer bestimmten Generation, die diesen Hadith nur überliefern. An dieser Stelle merken wir schon, dass ihre Aussage ungültig ist. Warum? Weil wir reden hier von Leuten, die genau und vertrauenswürdig sind. Wir reden hier von redlichen Menschen, wir reden hier von genauen Menschen, das heißt insgesamt vertrauenswürdigen Menschen. Denn redlich plus genau ist im Islam bedeutet vertrauenswürdig. Wir reden von solchen Menschen. Solche Menschen, natürlich kann jemand einen Fehler machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute den gleichen Fehler machen, ist unwahrscheinlich. Und schon hast du in dir drin deine Überzeugung von der Richtigkeit der Überlieferung. Manche Leute, das erwähne ich jetzt, auch wenn das nicht direkt zum Thema passt, aber manche Leute, sie haben Waswasa, sie haben Zweifel. Sie denken sich, ja, wie kann denn das sein? Und dann kommen sie mit einem Argument, das sehr seltsam ist. Sie sagen, kennst du das Spiel Stille Post? Sie sagen, Stille Post, guck mal, da setzen, für Leute, die das Spiel nicht kennen, da setzen sich zum Beispiel 10 Leute nebeneinander und der Erste erfindet irgendeinen Satz oder ein Wort und flüstert das der ersten Person ins Ohr und der Erste gibt es dem Zweiten weiter, der Zweite dem Dritten, der Dritte dem Vierten und dann schaut man, was am Ende dabei rauskommt. Und erfahrungsgemäß kommt am Ende nicht das raus, was am Anfang reingekommen ist. Nur die Leute, die haben diese Schubha, diese Unklarheit oder diesen Zweifel vollkommen zu Unrecht. Denn die Überlieferung von Hadithen lief nicht ab wie die Stille Post. Weil bei der Stille Post ist es ein Spiel, das man macht, weil man ja eigentlich das provozieren will, dass am Ende nichts Vernünftiges bei rauskommt. Und deswegen stellt man auch Regeln auf. Deswegen sagt man, man darf es nur flüstern. Hadithe werden geflüstert. Man darf es nur einmal sagen. Wisst ihr, dass manche Gelehrten, zum Beispiel, sogar beim Koran Karim, zum Beispiel der Imam Qalun, rahimahullah, er beliefert über Imam Nafi', ist eine Lesart, der bekannten Lesarten. Der Mann hat, rahimahullah, seinem Lehrer Nafi' den Koran so oft vorgelesen, dass sein Lehrer ihm immer gesagt hat, ach, es reicht jetzt. Ungefähr, und es reicht jetzt. Setz dich doch bitte, also der Imam Nafi' saß in der Moschee in einer Ecke und hat den Leuten unterrichtet. Und immer wenn, da kam wieder der Qalun und wieder er und hat immer gelesen jeden Tag, hat gesagt, ach, es reicht, setz dich doch bitte dort in die Ecke und ich schicke dir ein paar Schüler von meinen zu dir und sag, Salih, du kannst den Leuten jetzt auch mal unterrichten langsam. Also das heißt, die Umstände, oder zum Beispiel bei Stille Post darfst du auch nicht nachfragen, oder? Bei Hadith-Wissenschaften, du darfst nachfragen. Und wie oft? Und du kannst so oft, wie du willst. Wie dem auch sei, das heißt also hier ist der Vergleich einfach, also Vergleich wie wenn du Wasser mit Feuer vergleichst. Wirklich, wie wenn du Wasser mit Feuer vergleichst. Überhaupt kein Vergleich. Das Gegenteil vom anderen. Und deswegen, liebe Geschwister, kommt vielleicht teilweise die Waswasa bei manchen Leuten, dass sie sagen, wie soll ich denn herausfinden, ob ein Hadith authentisch ist? Ich bin im 15. Jahrhundert und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war im 1. Jahrhundert. Wie soll ich das überhaupt nachprüfen? Lieber Bruder, lass das bitte den Gelehrten und du sollst mit Gewissheit wissen, dass die Menschen, die vor dir gelebt haben, nicht weniger eifrig waren, danach ihre eigene Religion zu lernen. Und sollst wissen, dass die Menschen vor dir genauso wissen wollten, ob der Hadith ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und deswegen, wenn du nicht aufbaust auf dem, was deine frühen Gelehrten, die von deinen Vorfahren an Gelehrten gesagt und getan haben, bist du vollkommen verloren. Bist du vollkommen verloren. Und deswegen ist so gefährlich die Welle heutzutage, dass man den Leuten sagt, ja, du sollst deine eigene Meinung äußern, du sollst deine eigene Meinung ins Spiel bringen und deinen eigenen Kopf benutzen und so weiter und so fort. Als hätten die Leute früher keinen Kopf gehabt und keine Meinung gehabt. Doch, sie hatten einen Kopf und eine Meinung, nur ihre Meinung war aufgebaut auf dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Meinungen vieler Leute heutzutage ist aufgebaut auf Al-Hawa
Al-Hawa ist nichts anderes als die persönliche Neigung. Das heißt, was man will, macht man, und was man will, macht man nicht. Kehren wir zurück zu dem, was der Gelehrte gesagt hat. Die Aussage, dass Hadithe, achso, das war natürlich, wir haben gesagt, Aziz bedeutet 2, und dann gibt es noch Mashur 3 und Mustafir 4 oder aufwärts. Ja, das ist eine Einteilung von den Gelehrten, nur damit du weißt, dass sie all diese Fälle berücksichtigt haben. Sie haben diese ganzen Überlieferungen untersucht und festgestellt, logisch gesehen, dass eine Überlieferung wird in einer bestimmten Generation, entweder von einer Person, von 2, von 3, von 4, von vielen überliefert. Irgendwas muss ja zutreffen. Oder gar keiner, vielleicht eine Lücke drin, kann ja auch passieren. Ja? Und das ist alles berücksichtigt worden. Und wenn du bei Mustafid Hadithen schaust, die fast Mutawatir sind, und dann auch noch sagst, dass man daraus keine Aqida entnehmen darf, weil es eine Ahad Hadith ist, dann ist es eine Willkür, für die es überhaupt gar keinen Beweis gibt. Und jetzt kommt es, geht es darum, das zu beweisen. Er sagte, rahimahullah ta'ala, ebenso wie die Umma diese Ahad Hadithe allesamt akzeptiert hat, wie etwa den Hadith von Umar radiallahu anhu, innamal a'malu bin niyat. Die Taten sind erst durch eine Absicht gültig. Dieser Hadith, diese Überlieferung von Umar radiallahu anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, erwähnen die Gelehrten der Hadithwissenschaft als Paradebeispiel für einen Hadith, der Ahad ist und trotzdem zweifellos sahih ist. Dieser Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim und auch in anderen Werken. Und trotzdem wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Also wir wissen das, obwohl er unter die Kategorie Ahad fällt. Und unter welche dieser vier Kategorien fällt er? Sogar unter die Kategorie Gharib. Sogar unter die Kategorie Gharib. Weil tatsächlich in den ersten paar Generationen dieser Hadith nur von jeweils einer einzigen Person überliefert worden ist. Und trotzdem, dieser Hadith wird von allen Gelehrten in der Aqida angewandt. Und wird von allen Gelehrten in allen anderen Themen der Religion angewandt, wo er Hadith Anwendung findet. Denn stellt euch vor, eine Person in Bezug auf Aqida. Stellt euch vor, eine Person sagt, zum Beispiel, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Stellt euch vor, eine Person sagt, O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Herr. Diese Aussage, jeder das Herz eines jeden gläubigen Menschen erschüttert, wenn er solche Aussage hört. Warum? Weil diese Aussage ist Kufr. Aber wir alle kennen einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er uns berichtet hat von einer Person, die diese Aussage gemacht hat und trotzdem Muslim war und geblieben ist. Ja, ihr kennt den Hadith. Es geht um eine Person, die vor lauter Freude Allah danken wollte und sich beim Sprechen versprochen hat. Okay? Sie hat vor lauter Freude sich beim Sprechen versprochen und diese beiden Worte miteinander verwechselt. Also spielt die Absicht eine riesengroße Rolle. Nicht nur eine kleine Rolle, sondern eine riesengroße Rolle. Deswegen dieser Hadith über die Absichten ist, wie manche Gelehrte gesagt haben, ein Drittel der ganzen Religion. Und wenn jetzt jemand sagt, ich benutze keine Ahad-Hadithe in Bezug auf Aqidah, was macht er dann mit dieser Überlieferung? Wie dem auch sei, diesen Grundsatz, also dass Ahad-Hadithe sehr wohl auch Gewissheit beinhalten können. Gewissheit meine ich hundertprozentiges Wissen. Hundertprozentiges Wissen. Diesen Grundsatz haben auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Hafiz ibn Hajar und andere bestätigt. Warum ist das auch interessant, dass er diese beiden Namen erwähnt, weil Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wird der Schule al-Salafiyyah zugeschrieben und Ibn Hajar natürlich war auch ein Gelehrter von Ahl al-Sunnah, aber er wird, manche seiner Aussagen werden manchmal von den Asha'ira verwendet und die Asha'ira sind für diese Thematik bekannt, dass sie sagen, man darf nur Ahad Hadithe verwenden, wenn es um Aqida geht. Und so hat man sozusagen einen Gelehrten, auf den sie sich nicht berufen und argumentiert mit dem Gelehrten gegen ihre eigenen Leute. Zweitens,
Jetzt kommt zu einem Beispiel, einem realistischen Beispiel aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und damit wir sehen, dass Leute, die solche Ideen haben, solche neuen Dinge in die Religion reinbringen, dass sie eigentlich gar nicht verinnerlicht haben, das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil, und nicht mehr das Leben, sondern ihr eigenes Leben vielleicht sogar. Denn, liebe Geschwister, das gesamte Leben ist meistens aufgebaut auf Ahad-Überlieferung. Und wir alle handeln danach. Und wir alle handeln danach. Und wir haben auch gar keinen Zweifel. In den meisten Situationen des Lebens, wenn dir eine Person etwas mitteilt, der du vertraust, du hinterfragst das überhaupt nicht. Denk an deinen Arzt, zu dem du gehst und der dir etwas empfiehlt. Du gibst ihm sogar deinen Körper hin, das heißt, du akzeptierst, dass er dich sogar unter Narkose setzt und deinen Bauch öffnet und darin rummacht, obwohl er eine Person ist oder vielleicht zwei, vielleicht auch drei, aber bei weitem nicht Mutawatir, und sie alle haben bestimmt zusammen, dass du operiert werden musst. Und deswegen, liebe Geschwister, die Realität ist nicht so, wie diese Leute gedacht haben. Und jetzt hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er andere Leute zum Islam einladen wollte, wenn er jemanden geschickt hat zu einem Volk, um ihnen den Islam zu lehren, weil die zum Beispiel Muslime waren, oder natürlich wird er dann auch ihnen die Aqidah beibringen, logischerweise. Aqidah beibringen, wie sie beten, Zakat, alles mögliche, was sie wissen müssen. Und das ist von einer Person abhängig. Insofern wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wohl solche Art der Überlieferungen als Argument gesehen hat. Beispiel Mu'adh radiallahu ta'ala an. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Mu'adh in den Jemen geschickt als eine einzelne Person. Auch Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und andere geschickt als einzelne Personen, die den Leuten ihre Religion beigebracht haben. Und das war ausreichendes Argument. Das war ein ausreichendes Argument auf Arabisch Hujja gegen sie. Das heißt, sie konnten nachhinein nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Oder Moment, das war ja nur eine Person. Normalerweise hätten es 10 sein müssen. Oder 20 oder 30, die uns mitteilen. Das alles war niemals eine Sache, die überhaupt zur Diskussion stand. Drittens. Wenn wir sagen, dass die Glaubensinhalte nicht durch Ahad-Hadithe bestätigt werden, könnte man sagen, ebenso werden auch die praktischen Gesetze nicht durch Ahad-Hadithe bestätigt. Was ist denn der Unterschied, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dir mitteilt, er sagt zum Beispiel, dass du nur eine gläubige Seele ins Paradies kommen kann. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Nur eine muslimische Seele wird in das Paradies eintreten. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wo ist der Unterschied zwischen dieser Überlieferung und ob er zum Beispiel gesagt hat, wie man sein Gebet verrichten soll? Die Antwort lautet, es gibt keinen Unterschied. Denn mach mir erstmal einen Unterschied zwischen praktischen Angelegenheiten und Aqid-Angelegenheiten. Weil wenn ich dir beibringe, wie du beten sollst, und dann sage ich dir am Ende, ach, wenn du genauso betest, Allah wird dein Gebet akzeptieren. Ist das kein Glaubensaspekt? Natürlich ist es ein Aqidah-Aspekt. Weil du glaubst daran, dass wenn du Salah so verrichtest, Allah wird es akzeptieren. Und wenn du es nicht so verrichtest, dass Allah es nicht akzeptieren wird. Also ist es ein Aqidah-Aspekt. Deswegen überhaupt die Unterteilung ist problematisch, mehr als problematisch. Weil im Endeffekt geht es ja immer nur darum, ob Allah subhanahu wa ta'ala die Ibadah akzeptiert oder nicht akzeptiert. Das ist, was du wissen willst. Okay? Deswegen, wenn jemand sagt, bei Ahad Hadithe, die sind mir zu unsicher und deswegen akzeptiere ich sie in Aqidah Angelegenheit lieber nicht, dann sagen wir das gleiche auch für andere Sachen. Warum willst du dann nicht auch bei sicherheitshalber, wenn es um Halal und Haram geht, das nicht akzeptieren? Das heißt, angenommen, du liest in einem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für Männer Seide verboten hat.
dann ist doch auch auf Nummer sicher zu gehen, lieber verbietest du den Menschen nichts. Weil grundsätzlich ist doch alles erlaubt, bis es verboten ist, wenn es nicht um Ibadah-Angelegenheiten geht. Dann sagst du lieber den Leuten, ach, sicherheitshalber, zieht an, was ihr wollt, denn das ist ein Ahad-Hadith. Weil du redest über Allah Azza wa Jal. Deswegen, die Gelehrten sind wie jemand, der im Namen Allahs unterschreibt. Ja, das ist halal, bitteschön. Oder das ist haram, wo ist der Unterschied? Deswegen, liebe Geschwister, diese Unterteilung ist absolut irrelevant. طيب, machen wir weiter. Viertens, Allah subhanahu wa ta'ala hat angeordnet, dass derjenige, der über die wichtigsten Glaubensfragen, nämlich die Botschaft, kein Wissen hat, zu den Wissenden gehen soll. Sehr interessant. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Was heißt das? Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt zu dir, wenn du in irgendeiner Angelegenheit etwas nicht weißt, egal ob es Aqidah ist oder ob es was Praktisches ist. Und diese Unterteilung, ich sage nochmal, die ist problematisch und die ist nicht so angenehm, das auch so zu sagen, weil die Aqidah ist was Praktisches, darauf haben wir ja deutlich hingewiesen. Aqidah ist nicht was Theoretisches, Aqidah ist was Praktisches. Natürlich ist sie in erster Linie im Herzen, aber in zweiter und dritter Linie ist sie sehr deutlich am Menschen zu erkennen und zu sehen. Nochmal, Allah sagt, wenn du etwas nicht weißt, dann sollst du einen Gelehrten fragen. Weil dieser Gelehrte ist einer oder zwei? Er ist einer. Und wenn du eine einzelne Person fragst, die sich auskennt und gibt dir eine Antwort, ist diese Sache für dich verbindlich. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, vielleicht auch als Nebeninformation. Und zwar stell dir vor, es gibt in einem Thema mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Und das soll sich jeder gut merken. Stell dir vor, es gibt in einem Thema mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Klassisches Beispiel. Jemand hat seine Frau geschieden, während sie ihre Menstruation hat. Nennt man Talaq Bid'i, ist Haram, eine Ungehorsamkeit Allah gegenüber. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob diese Art von Talaq gilt oder nicht. Jetzt ist dir das, möge Allah das nicht zulassen, aber ist dir das angenommen passiert. Kann auch sein, du hast nicht gewusst, dass es Haram ist. Und dir ist das passiert. Was machst du jetzt? Jetzt sei vorsichtig. Du musst denjenigen Gelehrten fragen, den du am meisten vertraust. Natürlich, der auch für dich erreichbar ist, logischerweise. Du fragst also, und er gibt dir eine Antwort und sagt zu dir, die Frau ist geschieden. Du hättest aber gerne, dass sie nicht geschieden ist, weil du zum Beispiel bei ihr bleiben möchtest oder ähnlich, oder weil es schon das dritte Mal war. Wenn du jetzt danach einen anderen Gelehrten fragst, oder einen zweiten, oder einen dritten, oder einen vierten, wenn du die ganze Welt absuchst, und alle dir danach sagen, nein, sie ist doch nicht geschehen, wird dir das bei Allah subhanahu wa ta'ala nichts nützen. Wird dir bei Allah subhanahu wa ta'ala nichts nützen. Du bist verpflichtet und verbindlich, dass du dich hältst an die Aussage des Gelehrten, der dir diese Antwort gegeben hat. Und darüber sind sich die Gelehrten einig. Alles andere wäre auch fatal. Alles andere würde ja bedeuten, der eine sagt zu dir heute, die ist für dich geschieden, und dann gehst du den nächsten Tag zu jemand anderem und sagst dir, nee, die ist für dich halal. Und zwischenzeitlich hat sich schon jemand anderes geheiratet, und dann gehst du zu ihm hin. Das ist Katastrophe, das funktioniert nicht. Ja? Deswegen, bei solchen Angelegenheiten, wo es eine bekannte, anerkannte Meinungsfähigkeit an den Gelehrten gibt, derjenige, der dir eine Fatwa gegeben hat, der ist für dich verbindlich. Kannst dich nachher suchen, weil das auch dann, dadurch schließen wir auch das Tor, das dazu führt, dass man vielleicht nach der Ansicht sucht, die einem gefällt. Ja, deswegen vorher einfach sich natürlich informieren. Allah kennt die Herzen. Natürlich könnte jemand sagen, ja, dann am besten informiere ich mich vorher, welche Ansichten dieser Gelehrte hat, bevor ich ihn frage. Kannst du machen, aber du sollst nicht vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß genau, was in deinem Herzen ist. Und wie Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma einmal sagte, man kann Allah nicht betrügen. Tayyib.
Zusammengefasst, wenn andere Belege auf die Wahrheit einer Ahad-Nachricht hinweisen, beinhalten sie Wissen und die praktischen und theoretischen Gesetze sind bestätigt. Es gibt keinen Beleg zur Unterscheidung und wer einem der großen Gelehrten diese Unterscheidung zuschreibt, so muss er beweisen, dass diese Überlieferungskette bis zu ihm authentisch ist und hiernach seinen Beleg erklären, auf den er sich bezieht. Sehr interessant. Auch eine, das ist eine grundsätzliche Angelegenheit und das ist das, was uns auch immer besonders interessiert. Viel wichtiger ist immer, liebe Geschwister, wie kommt ein Gelehrter zu seiner Ansicht? Das ist viel wichtiger zu wissen, als was seine letztendliche Ansicht ist. Also ich meine das besonders für jemanden, der ein Scharia-Student ist, also der seine Religion lernen will. Ja? Der soll wissen, wie ist der Gelehrte zu dem Entschluss gekommen, weil wenn es nur darum geht, das Ergebnis zu verstehen, Halal, Haram, das ist keine Kunst, das kann jeder, kann das Buch aufschlagen, das wirst du lesen. Aber die Frage ist, wie ist er zu dem Entschluss gekommen? Denn vielleicht ist der Weg, wie er zu dem Entschluss gekommen ist, nicht richtig. Vielleicht ist der Weg eines anderen Gelehrten richtiger gewesen. In diesem Fall, liebe Geschwister, sagt der Gelehrte hier etwas sehr interessant. Er sagt, es kann sein, dass jemandem von den bekannten Gelehrten zugeschrieben wird, dass er der Meinung war, dass man nur Ahad, Hadithe als Argumente in Aqida-Angelegenheiten verwenden darf. Kann sein. Kann jemand heutzutage irgendwas sagen über einen Imam von früher? Dann sagt er, dann musst du aber erst einmal zwei Dinge machen. Erstens beweisen, dass er es tatsächlich gesagt hat. Denn nur zu sagen, der Imam so und so hat gesagt, der Imam so und so hat gesagt, das reicht nicht aus, um ihm diese Ansicht zuzuschreiben. Das reicht nicht aus. Nummer zwei, denn es ist eine Überlieferung. Und was du überlieferst, musst du die Authentizität davon beweisen. Nach den Prinzipien der Hadith-Wissenschaft. Zweitens, du musst erklären, worauf sich der Gelehrte stützt und beruft. Denn die Gelehrten sind für uns keine Propheten. Die Gelehrten sind für uns nicht unfehlbar. Ja, wir vertrauen ihnen, wir lieben sie, wir mögen sie, wir beten für sie. Aber das heißt nicht, dass jeder Gelehrte in jeder Sache immer alles richtig gesagt hat. Nein, sie sind auch Menschen. Deswegen, der Gelehrte an sich ist kein Argument, sondern das Argument, das er als Argument verwendet hat, ist Argument. Also wenn der Gelehrte, wenn du einem Gelehrten von früher irgendwas zuschreibst, dann musst du auch sagen, worauf beruft er sich? Was ist sein Argument in dieser Angelegenheit? Der Hadith so und so, die Ayah so und so, der logische Grundsatz so und so, ein Gedicht, weiß nicht was. Irgendeinen Beweis musst du uns bringen. Der natürlich auch, da muss man den Beweis überprüfen, aber gültig ist eine andere Sache. Ja? Aber das ist eben sehr wichtig, damit wir auch erkennen, dass wir nicht extremistisch werden, wenn es darum geht, Gelehrten zu folgen. Denn die Leute sind zwei Extreme. Das eine Extrem ist Leute, die sagen, du musst einem der vier Imame folgen. Das ist ein Extrem, das unter den Muslimen gibt. Und das zweite Extrem ist, dass jemand sagt, du brauchst niemandem zu folgen. Du kannst direkt im Koran nachlesen und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nachlesen. Und du brauchst und du kannst mit deinem eigenen Verstand verstehen, denn die Sahaba haben ja auch mit ihrem eigenen Verstand verstanden und so weiter und so weiter. Das sind zwei Extreme. Beide Aussagen sind falsch und widersprechen unserer Religion und dafür gibt es zahlreiche Beweise. Wichtig ist aber der Weg der Mitte, denn die einfachen Muslime, du kannst nicht von jemandem mehr verlangen, als er kann, aber er soll wissen, dass welchen Imam auch immer, welchen Sheikh auch immer, welchen Gelehrten auch immer er folgt, seine Aussage ist nur so lange gültig, solange auch sein Beweis gültig ist. Das heißt, trenne niemals die Aussage des Gelehrten von seinem Beweis. Sobald sich nämlich herausstellt, dass sein Beweis ungültig war, ist auch die Aussage ungültig. Das ist theoretisch, aber das ist nur, damit wir auch nicht, wie gesagt, zu Extremisten werden, was es die Befolgung der Aussagen mancher Gelehrte angeht. Denn manche Leute, sie sind aufgewachsen in einer bestimmten Region und sie folgen einem bestimmten Gelehrten und selbst wenn du ihm beweist, dass diese Aussage des Gelehrten nicht richtig ist,
Trotzdem bleibt er bei der Aussage seines Gelehrten. Und man erkennt dann diesen Extremismus daran, dass er sagt, ja, kann ja sein, dass der Gelehrte ein Argument hatte, das wir nicht kennen. Kann natürlich sein, theoretisch, aber das ist kein Argument für dich. Das ist vielleicht ein Argument für ihn, aber für dich ein Argument, nur wenn du weißt, was er auch, dass er auch dafür ein Argument hatte. Und gleichzeitig will er sich auch nicht informieren. Es kann ja sein, er sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich will nicht in jeder Angelegenheit jetzt alles erforschen, ich bin kein Gelehrter und ich möchte auch kein Gelehrter werden. Aber gleichzeitig sagt er leider, ich möchte mich auch darüber nicht informieren und mich damit auch nicht beschäftigen. Und das ist natürlich eine Form von Extremismus. Die darauf folgende Frage ist auch eine Aqida-Angelegenheit. Machen das als die letzte Frage, inshallah ta'ala, wahrscheinlich. Darf der Muslim ein Evangelium erwerben, um Allahs Worte über seinen Diener und Gesandten Jesus alayhi salam zu kennen, beziehungsweise über ihn zu erfahren? Das Evangelium, auf Arabisch Injil, ist das Wort, das Allah subhanahu wa ta'ala Isa, dem Sohn der Maria, eingegeben hat. Und die Frage ist, darf man sich sozusagen ein Buch dieser Art kaufen? Und das Gleiche natürlich gemeint ist die Bibel allgemein, denn das Evangelium oder die heutigen Evangelien sind Teil der Bibel. Und die Tora ist Teil der Bibel. Die Bibel ist ein Sammelwerk von über 60 Büchern und auch bei den Katholiken sogar über 70. Es ist ein Sammelwerk aus vielen Büchern. Und darunter ist eben die Tora und die Evangelien. In Wirklichkeit gibt es natürlich nur ein Evangelium von Isa a.s., aber heutzutage gibt es verschiedene. Die Antwort lautet, es ist nicht erlaubt, ein früheres Buch zu erwerben und es im Koran vorzuziehen, sei es das Evangelium, die Tora oder ein anderes. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund: jeden darin steckenden Nutzen hat Allah im edlen Koran erläutert. Wir haben also kein Bedürfnis danach, wenn es darum geht, unsere Religion umzusetzen, wenn es darum geht, ins Paradies zu gelangen, wenn es darum geht, Allahs Wohlgefallen zu ergattern, haben wir keine Notwendigkeit, uns zu informieren in den Schriften der Juden und der Christen. Es wird uns nicht nutzen, wenn es darum geht, uns Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Außer in bestimmten Aspekten, die wir gleich inshallah ta'ala sehen werden. Der zweite Grund: im Koran gibt es alles, was uns ausreicht und diese Bücher nicht brauchen lässt. Denn der Erhabene sagte, نزل عليكم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm war. Wenn der Koran also bestätigt, was vorher war, dann wissen wir ja, was vorher richtig war und was nicht vorher richtig war oder relevant war überhaupt. Allah sagte ebenfalls: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm war, und als Wächter darüber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith im Sahih Bukhari, überliefert von Abu Huraira: مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا. Dieser Hadith kann auf zwei Arten übersetzt werden und eine Art der Übersetzung ist für uns hier relevant und sie lautet: wem der Koran nicht genug ist, gehört nicht zu uns. Wem der Koran nicht genug ist, gehört nicht zu uns. Alles Gute, was in den früheren Büchern stand, ist im Koran zu finden. Und was die Aussage angeht, dass man Allahs Worte an seinen Diener und Gesandten Jesus a.s. kennen bzw. davon erfahren will, so ist der Nutzen daraus von Allah im Koran erwähnt worden, sodass es unnötig ist, anderswo zu suchen. Und das ist sehr wichtig, weil du möchtest ja dich Allah nähern. Und Isa a.s.
war zu den Kindern Israels gesandt und nicht zu dir. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet, der zu dir gesandt worden ist. Welchen Nutzen hast du dann, indem du dich informierst über etwas, was früher offenbart war und gar nicht an dich gerichtet war? In erster Linie hast du keinen Nutzen. Ich habe gesagt, es gibt Ausnahmen, wenn man manchmal Da'wah macht mit anderen Glaubensgemeinschaften, da kann das sinnvoll sein, aber das ist nicht die Norm und nicht die Regel und man darf das nicht auf Kosten seiner eigenen Religion machen. Denn manche Leute, sie übertreiben, wenn es darum geht, sich in der Bibel einzulesen, so dass sie ihre Religion wirklich vernachlässigen. Vernachlässigen in welchem Sinne? Dass sie teilweise Dinge leugnen, die in der Bibel stehen, obwohl sie in ihrer eigenen Religion vorkommen. Und das ist gefährlich. Und wie kann das passieren? Das kann auch passieren, weil man sich in seiner eigenen Religion nicht gut genug auskennt. Und sie sagen, diese Verse in der Bibel, die können nicht richtig sein und sie begründen das logisch und weiß nicht was. Und sie kennen sich über ihre eigene Religion überhaupt nicht aus. Und teilweise sagen sie über Allah Azza wa Jal Dinge, die nicht wahr sind. All das, um zu zeigen, dass diese Aussagen in der Bibel zum Beispiel falsch ist. Vollkommen unnötig. Dann sagt er, außerdem ist das heute vorhandene Evangelium sowieso verfälscht. Ich habe ja gesagt, die Protestanten, Katholiken haben 4 von allen Evangelien, die es irgendwann mal gegeben hat, für kanonisch erklärt, das heißt für heilig, dass sie in ihrem Buch gültig sind. Und diese 4 Bücher haben sie für heilig erklärt und alle anderen nicht. Es gibt andere, aber die haben sie nicht für heilig erklärt. Und wir wissen aber, dass Isa a.s. nur ein Evangelium bekommen hat und nicht 4. Der Beleg dafür ist, dass es 4 Evangelien sind, die sich gegenseitig widersprechen. Ja, das ist wahr, es gibt Widersprüche in diesen Büchern. Eines der interessantesten Widersprüche überhaupt in den verschiedenen Evangelien ist, dass in dem einen Evangelium von Lukas und dem anderen Evangelium von Matthäus, in beiden gibt es die Genealogie, das heißt die Abstammung von Isa a.s. Und erstens sind die Namen der Vorväter von Isa a.s. nicht die gleichen. Und das kann schon mal nicht ganz hinhauen. Besser gesagt sind sie meistens sogar unterschiedlich. Aber wenn wir einen guten Willen haben, sagen wir, okay, die haben alle 2 Namen gehabt, kann ja sein. Dann sagen wir, okay, aber trotzdem stimmt die Anzahl der Personen nicht. Das kann nicht sein. Also wenn gezeigt werden soll, dass Isa a.s. von den Kindern Israels abstammt, das soll gezeigt werden. Also gehen sie hoch bis Jakob, meinetwegen bis Ibrahim a.s. Die Personen, die dazwischen sind, müssen die gleiche Anzahl sein. Es geht nicht anders, oder? Oder kann sein, dass ein Großvater seinen Enkel direkt gebärt? Geht nicht. Ja. Manche sagen, ja, der eine hat einfach dann ein paar Namen ausgelassen. Geht nicht, weil da steht wortwörtlich gezeugt. Der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt. Also muss es die, aber es ist nicht die gleiche Zahl. Ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort darauf finden können. Also keine vernünftige Antwort. Antworten gibt es, aber ich meine vernünftig. Was allerdings den nach Wissen strebenden angeht, der Wahrheit von Falschheit unterscheiden kann, so ist es kein Vergehen für ihn, diese Schriften zu lesen, um dann das Falsche abzulehnen und denen, die daran glauben, keine Argumente zu lassen. Kann sein, du kennst dich in deiner Religion aus, du bist bewaffnet oder gewappnet, wie man sagt, du kannst dich verteidigen, wenn du etwas liest, was deiner Religion widerspricht oder in deiner Religion vielleicht bei dir Zweifel hegen könnte, du weißt darauf zu antworten, du kannst diesem Zweifel entgegnen, du hast 5 Argumente parat, ist kein Problem, denn du liest das Buch, um den Leuten zu zeigen, was davon noch wahr ist und was davon der Wahrheit nicht widerspricht, auf dass sie rechtgeleitet werden, denn die Wahrheit oder die Realität zeigt, dass viele Leute dadurch zum Islam auch gefunden haben, Alhamdulillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.